So, meine Freunde, was geht ab? Sky Apps und Leute, heute wieder zu FIFA Mobile 20. Heute ist Montag, ich habe ja gestern gesagt, heute gibt's Packs. Heute wird es auch Packs geben, nämlich 5 Stück in der Zahl. 5 Packs gibt es heute auf jeden Fall zu öffnen. 5 Champions League Packs. Morgen kann ich auch schon mal sagen, morgen ist eine Challenge. Aber auf jeden Fall eine coole Challenge. aber ich verrate noch nicht, welche Challenge es geben wird. Aber es hat es in sich, Leute. Es hat es wirklich in sich. Also morgen vorbeischaut und am Mittwoch ist auf jeden Fall auch nochmal 5 Packs. 5 unglaubliche Packs. Donnerstag jetzt auf jeden Fall tief zu werden. Freitag gibt es auf jeden Fall Saison Vorbereitungsevent und Samstag oder Freitag, eins von beiden, gibt es ein Duell gegen einen anderen YouTuber. Also seid auf jeden Fall gespannt drauf, um wen es sich da handelt. Ich würde sagen, wir fangen an mit dem ersten Grüßling. 3 Stück in der Zahl wieder. Der erste ist auf jeden Fall heute der Felix Wiener. Moin Sky, kannst du mich grüßen? Bis mit Dönis, die besten YouTuber. Felix Bratans, auf jeden Fall, also grüßt du mir. Genau, der nächste ist auf jeden Fall hier. Wer wurde noch nicht gegrüßt, Leute? Wer wurde noch nicht gegrüßt? Der, der Thorsten Petersen. Er schreibt: Hallo, du wirkst sehr sympathisch. Danke auf jeden Fall schon mal dafür. Und die Faceclass sieht aus, als würdest du auf dem Boden sitzen. Leute, wenn ich auf dem Boden sitzen würde. Ich sitze jetzt mal auf dem Boden. Jetzt bin ich auf dem Boden, Leute. Jetzt sitze ich auf dem Boden. Aber hier sitze ich auf meinem schönen Stuhl. Da sitze ich auf meinem schönen Stuhl. Oh, Junge. Alter Mann, wisst ihr? Alter Mann. Egal, auf jeden Fall Thorsten, sei bewährt. Ich grüße mir. Genau, der nächste auf jeden Fall hier der. Und der letzte vor allem. Der MR Bro Gamer JR14. Er schreibt und kann sie mich mal grüßen. Sie grüßen mir. Er hat noch irgendwas anderes geschrieben. Aber, ja, ich sehe noch andere, wie zum Beispiel hier Shiro und Mr. Julian und so weiter. Ihr werdet irgendwann auch gegrüßt werden. Aber Leute, auf jeden Fall sind die dran gekommen. Ich würde sagen, wir fangen an mit FIFA Mobile. Wir haben auf jeden Fall das Liga-Turnier gewonnen. Mal wieder, nichts Neues. Wir haben, glaube ich, noch nie verloren. Ne? Wir haben, glaube ich, noch nie verloren. Also da geht auf jeden Fall nochmal einen fetten Daumen nach euch da draußen für die, die in der Liga spielen. So, ich würde sagen, wir gehen ins Champions League. Meine Fratter, Champions League. Ins UC, in die UCL-Belohnungen. Ich würde sagen, wir fangen an. Also ich hab auf jeden Fall, ich glaube, 7 Packs könnte ich öffnen. Fast 7 Packs. Aber Leute, wir machen heute 5 und am Mittwoch auch 5. Und dann war es also die letzten 10 Packs, ne? Die letzten 10 Packs. Und heute gibt es auf jeden Fall einen Spieler, ne? Heute gibt es auf jeden Fall einen Spieler. Ich würde sagen, wir fangen an mit dem ersten Pack, meine Freunde und Leute. Es geht los. Leute, nicht lang rumschnacken. Ich würde sagen, wir fangen gleich an. Hier ist ein Würfel. Kann ich irgendwas mit Würfeln machen? Nee, irgendwie. Nichts Besonderes. So, Black Screen. Ich würde sagen, wir fangen an mit dem ersten Pack. Batz, Junge. Und Skill Boost. Aber nicht schlimm, Leute. Nicht schlimm. Nicht tragisch. Wir ziehen ja jetzt garantierte Spieler. Das war eigentlich schon fast zu erwarten. Ich würde sagen, wir switchen gleich um zum zweiten Pack. Meine lieben Freunde und Leute. Und jetzt ist garantiert ein Spieler drin. Und Leute, tutum. So hier. Wir fangen an, bitte Lucky. Bitte Leute, bitte. Switch mit Glück. Ich hatte ja letztens das Beste, was ich je gezogen habe, Leute. Das Beste, was ich je gezogen habe, war 96er Jumbo Molting. Den habe ich verkauft für 1 Million Coins. Kann dies heute getoppt werden mit einem Spieler aus dem Champions League Event und wir ziehen. Das ist nicht so gut. Das ist leider nicht so gut. Ich würde sagen, wir switchen gleich zum dritten Pack. Heide Witzka. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal wieder eine Runde ASMR. ASMR hat das, glaube ich, beim letzten Mal Glück gebracht. Ich glaube, beim letzten Mal hat ASMR Glück gebracht, aber ich weiß nicht mehr, ob das wirklich so war. Ich habe es echt vergessen. Alzheimer, wisst ihr, Alzheimer. Ich würde sagen, wir beschwören auf das Pack. Ich würde sagen, wir machen dies auf jetzt. Und ich bin gespannt, was drin ist. Also bis heute ist der Pull nicht so gut. Bis heute ist der Pull leider nicht so gut. Muss ich ganz ehrlich sagen. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Heidewitzka. Ich würde sagen, wir switchen zum vorletzten Pack. Was sagt eigentlich die Zeit? Die zeigt seit 5 Minuten.
So, aber die Chance auf den Neymar wäre geil, ein Sterling wäre geil. Aber ich weiß nicht, ob ich Neymar Junior spielen würde. Ich würde den Klapper nicht spielen, weil er ist Stürmer und ich habe ja Lewandowski im Sturm, Leute. Ich habe ja Lewandowski im Sturm. Und daher brauche ich eigentlich keinen Neymar. Ich kann aber, Leute, mal ganz kurz. Wir switchen gleich zu den Packs wieder über. Ich will nur mal kurz gucken, wie viel Neymar auf dem Markt wert ist. Falls ich Neymar Junior wirklich ziehen sollte. Neymar Junior, wie gesagt, ganz ehrlich, ich spiele nicht. Ich würde ihn nicht spielen. Ich will ihn verkaufen, weil ich habe meinen Lewandowski da vorne. Ich habe meinen schönen Lewandowski da vorne. Es gibt sogar einen 104er Neymar. Ja, den wollte ich mir auch anfangs holen. Genau, so 102er Neymar am Start, ihr meine Freunde von heute, und der kostet 14 Millionen, 38 Millionen, bestimmt 14, ne? Also das wäre auf jeden Fall nochmal ein richtig geiler Happen. Das wäre nochmal so satte 14 Millionen, also 13 Millionen Coins auf meinen Nacken von EA. Aber EA, ihr wisst wie EA tickt, das muss nicht so sein. Das muss nicht so sein, hier ist auf jeden Fall, ja, 13, 14 Millionen in so beiden, ja, 14 oder 13. Ich würde sagen, wir switchen zum vorletzten Pack, Leute. Vorletztes Pack. Und bitte, Leute. Bitte. 1 bis 3 ist Glück. 4 bis 6 kein Glück. 1, eine 2. Der Würfel sagt voraus, dass wir jetzt Glück haben werden. Und mit Glück meine ich ab 91 plus. Ab 91 plus ist für mich Glück. Jetzt ganz ehrlich. Bin ich ganz ehrlich. So, wir switchen zum vorletzten Pack. Zum vorletzten Pack. Bitte, bringt uns nochmal Luck. Bitte. Captain America bringt heute uns Glück, Leute. Captain America bringt uns heute Glück. Und, mein schön Cap auch. Captain America bringt uns jetzt Glück. Captain America bringt uns jetzt Glück. Wir drücken drauf, Leute. Batz. 92er Willi Orban! Batz, Junge! Geil! Jetzt, Mann! Das ist sehr, sehr gut. 92er Willi Orban kann ich auch schön ins SPC verwenden oder halt für Spieler oder halt nochmal schön verkaufen. Das freut mich sehr. Alles, was 91 plus ist, Leute, alles, was 91 plus ist, hat, ist Glück. Ist gut, quasi. Geil! Freut mich dazu noch RB Leipzig. Ich bin der Leipzig-Fan. genau, ich würde sagen, wir switchen zum letzten Pack. Was sagt die Zeit? Die Zeit sagt 7 Minuten 38 Sekunden. So, bitte! Neymar! Bitte! Leute, ich habe irgendwie jetzt im Gefühl, ich habe keine Ahnung warum, aber ich habe es echt im Gefühl, dass es Neymar drin ist. Ich habe keine Ahnung warum, aber es ist einfach so. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es ein Sterling oder Neymar drin ist. Keine Ahnung, aber ich habe das Gefühl. Jetzt mal ohne Witz, jetzt mal ohne Flachs. Ohne Flachs. Was habe ich denn eigentlich für Karten hier? Ich habe jetzt hier einen Chiellini, ich habe jetzt hier einen schönen Suarez, ich habe hier einen schönen Haaland, eine Star Wars Karte und Di Maria. Angre Di Maria! Ja. Ich habe hier noch einen schönen Leroy Sané. Leute, genug geschnackt, ich würde sagen, wir öffnen dieses Pack. Immer wenn da eine 0 ist, ist eigentlich immer gut. Weil das verringert die Chancen, dass es Skillboosts sind. Aber das kann auch nicht, natürlich auch Münzen sein. Gut, also der Pull, es ging. Ich habe einen Orban drin gehabt, ich habe einen Javi Martinez gehabt, was nicht so gut eigentlich war, aber ja, Orban hat eigentlich nochmal das bisschen rausgerissen, muss ich sagen. Das war ja das letzte Pack-Opening, wird es am Mittwoch geben zum Champions League-Event und dann war es auch schon mit dem schönen Champions League-Event. Es war wirklich schön, ne? Es war wirklich ein schönes Event. Aber Mittwoch, Leute, schönes Pack-Opening. Morgen gibt es eine coole, geile Challenge mit einem geilen Spieler. Donnerstag, Dienstag werden. Mittwoch Saison Vorbereitungsevent und vielleicht noch das Battle gegen den YouTuber oder halt Samstag. Das ist auf jeden Fall schon mal der Plan für den nächsten Tag. Ich würde sagen, ich verabschiede mich für morgen. Bis morgen. Und morgen ist eine geile Challenge. Einschaltet! Und wenn ihr auf diesem Kanal ist, könnt ihr auf jeden Fall gerne kostenfrei abonnieren. Ist natürlich kein Muss. Keiner ist gezwungen. Logisch. Aber das ist auf jeden Fall. Das kann man machen. Muss man aber nicht. Skywalker.